Heute schauen wir uns vom Feuerwehrmann Sam, den Juno, an. Der ist mit einem kleinen Motor ausgestattet, damit ihr den durchs Wasser fahren lassen könnt. Aber ich würde sagen, wir packen den zuerst mal aus und schauen uns dann ganz genau an, wie das alles funktioniert. Einmal den Karton öffnen und den Juno samt Verpackung herausziehen. Hier haben wir ihn auch schon. Der ist noch mit ein paar Drähten versehen, die entferne ich jetzt kurz. Und hier haben wir den komplett ausgepackten Juno. Natürlich auch mit der Figur von Feuerwehrmann Sam. Und der Juno ist natürlich genauso gestaltet, wie ihr ihn aus der Serie kennt. Hier habt ihr zwei Blaulichter und auf der anderen Seite haben wir den Einschalter. Einfach nach vorne umlegen und dann kann die rasante Fahrt in den Gewässern vom Pontypendi losgehen. Die Richtung könnt ihr natürlich auch steuern. Da haben wir hinten ein kleines Ruder, das ihr nach links und rechts bewegen könnt und somit die Fahrtrichtung von Jupiter beeinflusst. Aber das sehen wir uns später noch genauer an. Zuerst mal werfen wir noch einen Blick auf den Ein- und Ausschalter. Einfach nach vorne legen, das ist die Einschaltposition. Und ihr hört im Hintergrund das Surren, das ist der Motor, wenn dieser eingeschaltet ist, fährt Juno durchs Wasser. Und natürlich könnt ihr auch die Figur, die auf den Jetski sitzt, abnehmen und zum Beispiel auf andere Fahrzeuge von Feuerwehrmann Sam setzen. Hier haben wir die Figur, der Kopf ist auch drehbar und das Visier am Helm ist zum Öffnen und zum Schließen. Und natürlich könnt ihr die Arme auch so hinbewegen, damit sich Sam optimal an Juno festhalten kann. Und dann werfen wir noch kurz einen Blick auf das Ruder, von dem ich vorher gesprochen habe. Hier, mit dem könnt ihr die Fahrtrichtung einstellen. Das wär's dann im Großen und Ganzen von Feuerwehrmann Sam, Juno. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben geben oder den Kanal abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.